Wir kommen nun zum Rückwärtsrichten. Das Rückwärtsrichten ist eine Abfrage der Durchlässigkeit und des Gehorsams des Pferdes. Bei dem Rückwärtsrichten muss ich darauf achten als Reiter, dass mein Pferd auch in der Aufrichtung rückwärts richtet und nicht auf der Vorhand. Meine Hilfengebungen sehen so aus, dass ich mich in dem Moment, wo ich rückwärts richten möchte, ein ganz kleines bisschen leichter mache. Meine Schenkel geben Impulse, aber anstatt das Pferd dann vorwärts gehen zu lassen mit einer nachgebenden Hand, geben beide Hände halbe Paraden, worauf mein Pferd dann versteht, dass es nicht vorwärts, sondern rückwärts geht. Und mein Pferd geht so lange rückwärts, bis ich mich wieder schwer hinsetze und wenn möglich beide Schenkel wieder gleichmäßig ans Pferd dran nehme, damit mein Pferd geschlossen steht. Bei diesem Halten und Rückwärtsrichten ist online etwas unkonzentriert. Eine Kamerafrau liegt auf dem Boden, sehr ungewöhnlich, aber Lea behält die Ruhe und gibt ihre feine Hilfengebung weiter und gerät nicht in Panik oder fängt an zu ziehen. Hier einmal der Vergleich. Links online in der perfekten Selbsthaltung tritt perfekt diagonal rückwärts. Im rechten Bild kippt er vorne ab, drückt den Rücken weg und geht auf der Vorhand rückwärts. So, jetzt kommt wieder eine perfekte Parade zum Halten. Rückwärtsrichten wird vorbereitet. Lea macht sich leichter, die Schenkel geben Impulse. Die halben Paraden müssen kurzfristig etwas stärker sein, weil online noch etwas unschlüssig ist. Danach wird sofort wieder mit weicher Hand weiter rückwärts gerichtet und zum Anhalten hin setzt Lea sich wieder schwerer in den Sattel.